Generell nehmen wir an, dass die Erde 24 Stunden braucht, um sich einmal um sich selbst zu drehen. Deshalb haben die Tage auch genau 24 Stunden oder 86.400 Sekunden. WissenschaftlerInnen haben jetzt aber festgestellt, dass dies an bestimmten Tagen nicht immer der Fall ist. Denn schon mehrfach hat sich unser Planet schneller um sich selbst gedreht. Doch wie ist das möglich? Und welche Konsequenzen kann das für uns haben? Das erfahrt ihr in diesem Video. Die Geschwindigkeit der Erdumdrehung wird seit 1960 von WissenschaftlerInnen anhand von Atomuhren gemessen. Am 29. Juni 2022 haben sie dabei festgestellt, dass der Tag keine vollen 24 Stunden bzw. 86.400 Sekunden hatte. Die Erde hat sich 1,59 Millisekunden schneller gedreht als üblich. Die Beobachtung, dass die Erde etwas schneller dreht, haben die Forschenden auch schon früher gemacht. Und zwar gab es im Jahr 2020 ganze 28 Tage, in denen die Erdkugel weniger als 24 Stunden für eine Umdrehung benötigte. Der kürzeste Tag war damals der 26. Juli 2020. An diesem Sonntag drehte sich die Erdkugel 1,5 Millisekunden schneller. Aber wieso dreht sich denn die Erde auf einmal schneller? Mehrere Faktoren beeinflussen die Geschwindigkeit der Erdumdrehung. Dazu zählen die Gezeiten. Diese verformen die Erde und sind einer der Hauptgründe, weshalb sich die Erdrotation verändert. Weitere Faktoren für eine unterschiedliche Tageslänge können seismische Aktivität, Gletscherbildung, das Wetter, die Ozeane und das Erdmagnetfeld sein. Ob die Auswirkungen des Klimawandels ebenfalls einen Einfluss haben, ist noch unklar. Auch das sogenannte Chandler-Wackeln kann eine Rolle spielen. Das Chandler-Wackeln hat nichts mit Chandler von den Friends zu tun, sondern bezeichnet eine kleine, gelegentliche Bewegung der geografischen Pole der Erde über der Erdoberfläche. Unser Planet eiert demnach leicht. Laut der Gesellschaft für Geowissenschaften sei das Chandler-Wackeln von 2017 bis 2020 aber komplett verschwunden. Wenn die Erdrotation nun immer schneller wird, müssten wir bald eine erste negative Schaltsekunde einführen. Dann würden die Uhren, die auf den Atomuhren basieren, eine Sekunde überspringen. Das wiederum könnte zu Problemen in der IT führen, da zum Beispiel unsere Smartphones, Computer und GPS-Systeme auf äußerst genaue Zeitsysteme angewiesen sind. Probleme gab es bereits in der Vergangenheit, als positive Schaltsekunden benutzt wurden. In den vergangenen Jahrhunderten hat sich die durchschnittliche Tageslänge etwa alle 100 Jahre verlängert, die Erde sich also langsamer gedreht. 27 Mal wurde deswegen seit 1972 eine Schaltsekunde eingeführt, um sicherzugehen, dass unsere Uhren weiterhin richtig laufen. Die letzte Schaltsekunde gab es am 31.12.2016. Damals konnte man die Internetserver einiger großer Dienstleister nicht mehr erreichen, was dazu führte, dass Dienste und Webseiten ausfielen. Auch in der Nacht zum 1. Juli 2012 gab es Ausfälle bei Mozilla und Reddit. Die Webseiten waren für 30 bis 40 Minuten lang nicht erreichbar.